bei jeder Behandlung im Ausland gilt, dass man natürlich darauf achten sollte, ob und inwieweit Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet sind. Behandlungen im Ausland sind ja nicht grundsätzlich deswegen attraktiv, weil sie im Ausland stattfinden, jedenfalls nicht für deutsche Patienten, sondern sind eher deswegen attraktiv, weil der Preis oft niedriger ist. Und gerade da sollte man eben darauf achten, dass nicht durch die Preisreduktion Sicherheits- oder Qualitätsrisiken entstehen. Das ist für den Laien oft schwierig zu beurteilen. Was vielleicht hilft, sind auch Empfehlungen von anderen Patienten oder Bekannten, die entsprechende Behandlung in Deutschland oder im Ausland durchgeführt bekommen haben. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Hygienestandards, aber eigentlich, wenn es in der Hygiene Unterschiede gibt, ist es kein richtiger Standard. Wir sollten eigentlich davon ausgehen, dass nur in einer zertifizierten Klinik mit zertifizierten und damit auch gesicherten Qualitäts- und Hygienestandards gearbeitet wird. Leider gilt das oft auch für Kliniken im Ausland nicht in dieser Form, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Das ist eine Frage, wie kommen Preisunterschiede bei allen Produkten zustande, die wir erwerben? Natürlich einmal über Herstellungskosten, Produktionskosten. Hier geht es natürlich um Geräte, Gerätschaften, Medizinmaterialien. Es kommt über die Löhne zu einer Preisdifferenz, dass also schlechtere Löhne zum Teil in Nicht-EU-Ausländern oder auch in anderen EU-Ausländern gezahlt werden. Es gibt allerdings auch eben Preisunterschiede, die dadurch entstehen, dass einfach minderwertige Qualität angeboten wird. Und auf diese Art und Weise leben wir ja jeden Tag mit unterschiedlichen Preisen. Die Frage ist, inwieweit man das im medizinischen Bereich, wenn es um einen selber geht, um seine Organe, um seine Augen, wie weit man sich dort dem Preisdiktat unterwirft oder auch vielleicht eher das Qualitäts- oder den Sicherheitsstandard wählt. Ich glaube, eine grundsätzliche Beurteilung sollte man da nicht abgeben. Wie schon einleitend gesagt, gibt es Qualitätsunterschiede. Die sind für den Laien, für den Patienten sehr schwierig wahrzunehmen. Wenn es nur das Preisargument ist und wenn die Preise in Anführungszeichen zu gering werden, dann muss man sich natürlich fragen, inwieweit hier eventuell Kompromisse eingegangen werden seitens der Klinik oder seitens des Patienten. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich alle Behandlungen im Ausland einem erhöhten Risiko unterworfen sind. Sehr schwierig, das immer im Einzelfall abzuwägen. Wie gesagt, es hilft hier auch so ein bisschen auf die Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder so zu hören, wenn Patienten in Deutschland oder im Ausland behandelt wurden.